Moin Mann, herzlich willkommen bei Blood and Brain Digital in einem weiteren Snacken durch zum Steam Gaming Festival. Diesmal mit Dead Estate. Einem Roguelike Top-Down-Shooter. Simpel zusammengefasst geht es wohl darum, dass unsere Heldencharaktere irgendwie von der Horde Monster flüchten. Sie denken, hey, da ist eine Villa, da verstecken wir uns drin. Und wie wir seit Resident Evil 1 wissen, ist das immer nicht so cool. Und so ähnlich wird das hier aber auch laufen. Er sieht ganz witzig aus. Es scheint das Rad nicht unbedingt neu zu erfinden, aber das muss es auch nicht unbedingt. Ist so ein bisschen dieses, wie Smash TV und wie sie alle heißen, halt Raum für Raum für Raum. Und die werden immer random generiert und mal gucken, was da so los ist. Oder auch hier, Binding of Isaac und so weiter. Ist auch in Ordnung. Mal gucken, was die Milk Bar Lets da so rausgehauen haben. Ich werde euch direkt mal umschalten jetzt gleich. So, zack. Ich dachte eigentlich, dass man das mit dem 8-Bit-Do-Controller spielen kann. Geht nicht. Mag sein, dass sich das aber später in der Vollversion ändert. Ich hoffe, Ton und Musik ist nicht zu laut, nicht zu leise. Achievements gehen nicht, Extras gehen nicht, ist klar, steht ja Vollversion, pipapo, ist halt eine Demo. Ne? Ist auch in der Videobeschreibung, könnt ihr euch dann selber runterladen, ausprobieren bis zum 9. oder 10. Februar noch. Und wir gucken uns erst noch mal das Intro an. Make my let's! Gute Laune. Die Würfel da oben, ey. Ich muss ein bisschen an Resident Evil 2 denken gerade. Ja. Oh. Der Zeichenstil ist schon irgendwie cool, ja. Und damit ist die Kacke also am Dampfen. Und ja, also die Resident Evil 1 und theoretisch auch 2 Anspielungen, die waren schon ziemlich direkt. Gucken wir mal. Okay. Also hier ist Trucker Jeff und Hitchhiker Jules. Hitchhiker Jules. Ja. Was haben wir denn hier so? Hält mehr aus, ist langsamer und hat eine Pistole dabei. Und sie wiederum hält nicht so viel aus, ist schneller und hat eine Schrotflinte dabei. Achso. Da probieren wir beide aus. Fangen wir die oben an, weil er oben ist. 4 can kill you, but. Okay. Wer ist. Ich glaube, es ist eine Handpistole. Handpistole, ja. Rechtsklick ist springen, okay. Space auch. Links ist schießen, WASD ist Lauf. Oder jetzt hier Stick? Nee, okay. Okay, gut, ja. Interessante Sache. Ich denke, das ist der Bossraum, da kommen wir nicht hin. Das gehe ich davon aus, weil da ein Schädel ist. Gucken wir mal. Sind das auch Gegner da, die Würmer? Verlieren Geld. Was ist das? Geht die kaputt? Aha, noch Geld drin. Naja, haben wir Munition oder sowas? Sieht nicht so aus, ne? Mit der Waffe wohl. Mit der Waffe wohl nicht hier. Okay. Überhitzen kann die nicht. Nee. Okay, ja. Wir gucken mal hier oben hin. Oh. Können wir gedrückt halten? Oh ja. Okay, können wir gedrückt halten. Okay, die Türen gehen. Ah, sind die Stacheln. Ich dachte, das wäre Dekoration von der Decke oder so. Ah. Geht der Schrank kaputt? Nee.
Hüpp, sagt er, hüpp. Der Rückstoß ist jetzt schon interessant, ja. Oh, wenn der mal nicht explodiert. Na, wusste ich doch. Wie man das manchmal schon erkennt, man sieht einen Gegner und hat so ein bisschen die Ahnung, was der macht. Das ist schlecht, glaube ich. Bin mir auch nicht sicher, ob das nur Blut ist oder ob das... Oh, Lebenspunkte. Kommen wir da ran? Ja, okay. Okay, ist nur Blut, ja. So. Okay. Ich bin ganz froh, dass der nicht slidet hier oder so ein Käse. Okay, gut. Hier ist also nichts weiter. Wenn wir zurückgehen, ist der Raum immer noch leer, ne? Ja. Gegner bleiben auch so liegen, wie sie sind. Aha. Okay, gut. Oh, was ist das für welche? Die Partyhüte auf? Die explodieren mit irgendwas, ne? Die haben einen Pickel am Kopf. Und ich lache da noch drüber. Ja, der Rückstoß, ich denke mal, der wird bei der Schrotflinte noch viel heftiger sein. So. Die Augen. Gut, aber da wir ja Geld finden, heißt das, hier wird auch irgendwo ein Händler sein oder sowas. Ja, davon, wo ist denn der andere denn? Hey, du. Boah, der hat uns reich beschenkt jetzt hier. Ich wollte gerade sagen, Munition doch alle? Nee. Was ist denn? Was ist da? Ist da was drin? Sieht so aus, ne? Ne, ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Neues Symbol. Da ist ein Hexenhut. Was ist sie da? Ein Hamburger? Hat den ganzen Hamburger gegessen? Ja, was war das andere da eben? Da! Na, hallo? Guten Tag. Oh. Ah. Mal gucken, was haben wir denn Schönes hier? Schwarzpulver. Aha. Erhöht die Reichweite aller Explosionen. Achso, Feinde sind für eine Sekunde eingefroren, wenn man den Raum betritt. Süßigkeiten. Okay, ja, mehr Geld. Eine Karte. Achso, das ist alles aufgedeckt. Achso, okay, Lebenspunkte sind wieder voll. Block of Ice. Das ist alles irgendwie cool. Irgendwie ein Block of Ice. Ding. Achso, das. Nee, habe ich nicht genug Geld, ne? Wollte schon sagen. Goodbye, Stranger. Ja, goodbye, Ju. Reingauen, wir schauen. Wo kurz sind die eingefroren? Hier ist ja nicht mal einer, so ein Ärgernis. Ich habe einen Schlüssel. Yeah! Hat sie jetzt dieselben Sachen? Ja. Lacht mich aus. Okay, wollen wir noch nicht hier unten? Naja. Ach, es sind nur Köpfe. Springende Köpfe, ey, wie gut. Ja, habe ich in dem Raum da eben gefunden. Ich denke mal, das ist die für die Boss-Tür da unten. Okay, ja, dass sie eingefroren sind, ist wirklich. Was ist los? Okay. Ah, da ist eine Truhe, da gehen wir noch nicht hin. Wir gehen erstmal kurz hier gucken. Was ist das? Was schwebt da über uns? Da kommt noch was. Verdammt. Aha. Was ist das denn? Kaninchen? Hm. Na gut. Irgendwie sowas war das mal. Oh. Ach, die Stacheln schon wieder. Ich hab schon wieder die Stacheln übersehen. Ah! Na gut, wir hätten schon zum Boss gehen können eigentlich, ne? Aber. Das mit dem Bluteffekt ist auch übel.
Ja. Pickel-Zombies. Also wir sind komische Würmer. Oh, dann gibt es irgendwie ein Waffensymbol. Gibt es eine bessere Waffe oder so? Mal gucken. Wow. Mal gucken. Ja gut, ist halt die erste Etage jetzt. Ne? Die wird natürlich noch relativ überschaubar sein. Aber viel Platz ist in diesen Räumen ja nicht unbedingt. Mal gucken. Was hier? Bessere Waffe? Aha. Oh. Was ist das für ein Stampfen? Nicht über mir, ne? Nee. Oh, doch shit, wo warst du denn? Ich hab nur das Gestampfe gehört, weißt du? Und denk so. Zufallsgegner hier oder so. Ne, das auf dem Platz steht, wenn ich die Waffe nicht mehr will. Muss ich mittlere Maustaste drücken, wird sie zerstört. Ja, ich schätze, man kann immer nur die Standardwaffe haben und halt. Nee. Alter Walter, ich weiß das nicht. Die Tür ist auf, ja. Oh, jetzt. Ist er tot? Nee. Ich glaube, der ist nur bewusstlos. Das ist so wie bei Resident Evil Mr. X und so. Dass wenn man im selben Raum ist, passiert ja nicht viel. Ich glaube, ich weiß es ja nicht. Ne? Jetzt sind wir ganz entspannt hier. Können wir mal kurz in die Kiste gucken. Surprise! Nice. Was auch immer. Können wir es irgendwie sehen? Ne. Ist eigentlich M? Karte? Ja, nicht. Dann könnt ihr jetzt mal kurz bei der Hexe vorbeischauen. Ich kauf nochmal das Schwarzpulver. Für mehr Bumm. Okay, gut. Dann testen wir mal den Boss jetzt hier. Hier nochmal vorbei. Ups, also, Gott. Mal schauen, was hier los ist. Oh. Hm. Oh. Oh. Das tut mir ja schrecklich leid, aber. Munition verloren. Nee, das Tier. Hm. Bizarr. Sag mal was Neues, wenn man nach oben fährt und nicht nach unten oder sowas. Hm. Interessant. Gar nicht so schnell lesen kann, ist ein bisschen ärgerlich. Manchmal, aber na gut. Schießen! Halt noch ein bisschen was aus, ne? Da liegen sie rum. Ha. Ja, doch, ganz spaßige Sache, so. Oh.
Okay, ist nichts weiter? Nee, es ist... Oh. Der erste Flur. Au. Na komm. Gut. Ja, ich kann die Waffe ja nicht ablegen. Ich kann sie nur zerstören. Deswegen schieße ich sie jetzt erstmal leer, ne? Das Ding kann man doch zerstören in der Mitte. Okay, ja, gut. Drei Schuss noch, ja. Oh, was ist das? Unsichtbare. Ne, mehr oder weniger. Okay. Ja, gut. Na gut, ich sag mal, der Ablauf ist ja dann relativ, relativ selbsterklärend. Weil die durchs Haus kommen, mehr oder weniger, so gut es geht. Auf jeder Etage möglichst viel Geld mitnehmen. Den bei ihr vorbeischauen hier. Oh, hello there. Jetzt ist er hier, der Händler. Was haben wir denn schönes hier? Ein Knoblauch-Amulett. Feinde werden langsamer. Vergrößerungsglas. Achso, mehr Münzen, wenn man den Raum betritt. Okay. Ist das eine... Gedärme. Das ist natürlich so eine Sache. Da man die wohl nicht wieder ablegen kann, die Sachen. Statt Munition bekommst. Also statt. Ja doch, statt Munition bekommst du Lebenspunkte. Ja, gut. Ja, das ist halt ultimativ. Das ist dann fest, ne? So, Ja. Na gut, aber egal, wir testen den Scheiß hier. Ne? Also, ich weiß gar nicht, wie viele man... Nimm das bloß weg. Was ist das noch jedes Mal was Lustiges dazu? Okay, ja. Wir holen wir das mal aus. Wie viel Platz haben wir da unten eigentlich? Die ganze Reihe voll wahrscheinlich, ne? Ja, also dass man am Anfang, also dass die Gegner erstmal ein bisschen eingefroren sind, bevor es losgeht, das ist schon eine gute Sache. Am Anfang vielleicht noch nicht so dolle. Aber ich denke mal, wenn du so Räume hast, die wirklich voll sind, ist das schon echt praktisch, wenn du schon losballern kannst. Hier zum Beispiel, werden die gar nicht wissen, was los ist. Nee. Gut, einige Räume sind halt relativ simpel. Ist ja in Ordnung. So einer. Oh nein, da ist das Gestampfe schon wieder. Oh Gott, vielleicht kommt er wieder. Das ist aber eine nette Idee, so einen Überraschungsgegner hier drin zu haben. Der sich irgendwie bemerkbar macht. Und dann trotz allem irgendwann mal angestampft kommt. Huch, so. Die Teile hängen an den Rittern dran, achso. Ja, ich dachte, die wären eigenständige Fallen oder so, aber ne. Okay, gut. Und dafür ist es natürlich auch praktisch, dass sie erstmal stehen. Plus, dass wir im Knoblauch, dass sie langsamer sind. Das ist auch nicht unwichtig. Kann man natürlich nicht bestimmen. Du hast natürlich immer nur... Entweder kriegst du das oder kriegst du es nicht, ne? Das ist halt ein reiner Glücksfall. Ein Schlüssel. Ding. Gut, den haben wir. Ja, und man kann bei der Hexe halt auch Instant Heilung. Okay, das ist eine ganze. Instant Heilung und so kaufen. Dass man sofort Lebenspunkte wieder hat. Bla bla. Aber wir wollen das ja mal ein bisschen rumtesten hier, ne? Also, mach. Da ist er ja. Ja, da ist er. Okay. Aber mit der Pistole dauert das halt ewig, ne? Ja, also ich meine, es ist machbar, aber es wird natürlich Jahrhundertzehnte dauern. Verfolgt er uns mal? Oh ja, oh shit, der verfolgt uns. Okay, er verfolgt einen also auch. Also entweder
Musst du denn zum Boss schnell hin, wenn du die Möglichkeit hast, oder? Das Spiel ist abgestürzt. Was steht da? Okay, enable. Ja, kam mit dem Objekt nicht klar. Also hier, mit dem Schlüssel, den wir dabei hatten. Ja, irgendwas, dass wir ja wahrscheinlich gerade von dem Gegner getötet wurden und dann den Schlüssel für den Boss dabei hatten, das hat er nicht irgendwie so ganz verarbeitet. Aber na gut. Dinge passieren, ne? Gut, jetzt könnte man nochmal starten, nochmal mit ihr spielen, aber im Grunde wird es sich ja nicht ändern, außer dass sie weniger Lebenspunkte hat und halt mit der Schrotflinte startet, die wir jetzt aber auch schon gesehen haben. Im Kern ist das Spiel ja das gleiche, es ändert sich ja nichts. Ja, ein lustiger Titel. Also ich kann mal umschalten. Zack, so. Ja, ein lustiger Titel auf jeden Fall. Ist auch so ein Gelegenheitsspiel, würde ich glatt mal sagen. So. So ein Gelegenheitsspiel. Was man denn irgendwie, also du spielst es halt, um halt möglichst viele Etagen durchzuknacken und so weiter und so fort. Halt, wie ich ja sagte, wie Binding of Isaac oder halt auch hier, damals für Super Nintendo und Co. halt hier, ne? TV, Smash TV, ne? Ist ja auch ähnlich vom Aufbau her. Oder wie dieses Disputes Game, was wir ja beim Snacken durchgestreamt haben, was ja auch Raum für Raum neu generiert, ne? Gibt ja, ist halt so eine Formel, die taucht immer mal wieder auf. Ne? Alle paar Jahre hast du mal so eine Welle solcher Spiele. Aber ist ja auch nicht schlimm. Es hat ja den Vorteil, dass sie einen hohen Wiederspielwert haben. Ne? Natürlich kennst du irgendwann alle Räume, alle Zusammenstellungen und so weiter. Aber du kannst dich ja nie darauf einstellen, welcher Raum wann wo kommt. Das weiß man ja nicht so genau. Plus, dass du halt auch nicht steuern kannst, welche Ausrüstung hast die Hexe. Also ist der Wiederspielwert eigentlich schon ganz schön gewaltig. Und da man da unten ja, ich sehe gerade auf den Screenshots, etliches von diesen Items noch sammeln kann. Ja. Sicherlich wird es irgendwelche Strategien geben. Ja, die Waffe ist die beste in Kombination mit dem Item, lalala. Aber ich denke nicht, dass du das lenken kannst. Dass du sagen kannst, okay, du hast jetzt die Schrotflinte, jetzt hättest du gerne die und die Erweiterung dazu oder so. Das wird halt einfach Glück sein, ne? Was halt auch nicht jedermanns Sache ist dann. So, ne? Aber ein spaßiger Titel auf jeden Fall. Ein Koop-Modus wäre noch ganz nice. Irgendwie zu zweit oder so. Ist auch nur ein Spieler, ne? Schade. Das wird, glaube ich, auch ganz cool zu zweit sein. Ich gucke gerade, was steht hier noch. Also, wenn die volle Erweiterung raus ist. Okay. Also, es ist wohl, wenn ich das richtig sehe, Dead Estate jetzt hier auf Steam. Es gab schon mal ein Dead Estate. Das war wohl mehr oder weniger so ein Flash-Spiel oder sowas in der Richtung, wenn ich das einfach mal so deuten darf. Ja, genau. Dead Estate war vorher ein Kosten- oder ist immer noch ein kostenloses Browser-Game. So. Dead Estate Classic heißt das wohl. Und ja, im Grunde ist das hier so eine abgedatete Version denn davon, ne? Mit sechs spielbaren Charakteren. Ob die zwei jetzt noch dazu zählen oder nicht, weiß ich jetzt nicht genau, aber gehen wir von 6 aus. Ja, doppelt so viele Items wie beim normalen. Neue Flure, neue Gebiete. Okay. Verschiedene Fähigkeiten für die Charaktere auch, Herausforderungen, also Erfolge und so weiter. Mehr Schwierigkeitsgrad, gerade und. Also ja, sie updaten im Grunde ihr Free-to-Play-Titel so ein bisschen und ja, warum nicht, ne? Ich meine. Ist halt, war wohl recht beliebt, höre ich das erste Mal jetzt von, aber gut. Ne? War wohl recht beliebt, denke ich mal. So, und das Gameplay, es ist ja auch, es ist halt so ein. Es ist einfach zu lernen, schnell zu verstehen und schnell angemacht, schnell gespielt. Mit Pech schnell gestorben, je nachdem. Aber es macht halt Laune, ne? So, und wenn die dann sagen, okay, hier, ne, für einen Zehner oder sowas, 9,99 € auf Steam oder so, ist das auch völlig in Ordnung. Und hilft denen ja auch einfach nur. Ne? So, das ist das ja halt. Solche Spiele können ruhig gerne unterstützt werden auch. Und ja, wer weiß, vielleicht wird es dann früher oder später auch ein Dead Estate 2 geben mit noch mehr Schnickschnack und vielleicht einem, ne, vielleicht einem Koop-Modus in irgendeiner Form. Weil ich glaube schon, dass ich das anbieten würde dafür. Fällt mir ein, dass es gar kein. Ja doch, Smash TV damals. Doch, ja, der Super Nintendo wieder. Da gab das ja, glaube ich, auch einen kooperativen Modus in der Richtung. Ja, doch, auf jeden Fall spaßiges Ding, sehr lustig. Muss man natürlich mögen, solche Spiele, man muss auch den Grafikstil mögen und sowas. Und ja, die Anspielungen sind lustig, der Humor ist lustig. Doch, guter Titel, schönes Spiel. Probiert's mal aus.
Link ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr einfach runterladen. Bis zum 9. oder 10. läuft das Steam Game Festival ja noch. Es kann sein, dass die Demo auch hinterher noch funktioniert. Weiß ich jetzt nicht so genau. Manche Entwickler lassen ihre Sachen dann noch länger online. Andere entfernen sie sofort. Je nachdem. Deswegen einfach, wenn ihr Zeit habt, bis zum 9. oder 10. ist es auf jeden Fall auf Steam runterladbar. Dead Estate, Link ist unten. Genau. So, was haben wir noch hier? Einmal weg hier alles. So. Ja, gut. Ne? Am Ende dieses Videos, da kommt unsere Playlist. Da kommt ihr zu den bisherigen anderen Snacken durch, die wir gemacht haben. Etliche vom Steam Gaming Festival und vom vorherigen Steam Gaming Festival, da vom letzten Jahr. Und halt auch allerlei anderes von itch.io und ne? Alpha, Beta, Gamma, hier die Website und so weiter. Und ach, ne, das sind immer mal so Titel, die irgendwie vor die Füße fallen oder wo wir drüber stolpern und sagen, oh, das sieht ja lustig aus. Noch nie von gehört, probieren wir mal aus. Mal sehen. Sind eine Menge Sachen bei, die sehr experimentell sind. Aber so ist das halt, ne? Wie gesagt, einfach mal durchschauen. Manchmal sind da ja noch so Sachen zwischen, wie gesagt, von denen man nie gehört hat und die haben dann eigentlich sehr gut gefallen. Und dann stellst du fest, oha, guck mal an, da gibt es schon eine ganze Vollversion mit dies und das und jenes. Und ja, bubliub, haben wir ein Lieblingsspiel gefunden. Ne? Es lohnt sich also einfach mal da durchzukicken. Und von da aus kommt ihr auch zu unserer anderen Playlist hier auf Twitch. Bei Ab und An streamen wir halt auch Snacken durchs auf Twitch. Ne? Könnt ihr auch mal gucken. Und ja, dann lasst doch am besten einfach mal ein Like da, ein Follow hier und abonniert den Kanal, drückt die Glocke, ganz wichtig, damit ihr immer Bescheid bekommt. Und dann könnt ihr uns auch noch auf /BloodandBrain folgen. Twitter, Twitch, Instagram und so weiter. Twitch sind wir immer mittwochs unterwegs, 20 bis 23 Uhr, sporadisch an anderen Tagen. Lasst uns am besten da auch mal ein Follow da, dann kriegt ihr auch immer Bescheid, wenn irgendwas los ist. Und auf Twitter und Facebook gibt es halt auch immer Neuigkeiten, wann wir was streamen, was wir hochgeladen haben und so weiter und so fort. Plus Infos über Totenstadt und Voodoo Heads, unsere beiden Kartenspiele. Da findet ihr auch noch Infos auf bloodandbrain.de und www.totenstadt.com, ne, inklusive Regelwerk, Beispielkarten und Demo-Videos. Die Demo-Videos könnt ihr auch bei uns auf YouTube gucken hier. How to Play Totenstadt, da findet ihr auch alles, was ihr braucht. Und ja, könnt ihr euch mal wild durchklicken. Ist also eine Menge hier zu finden, eine Menge zu sehen. Und ja, gut, ich würde sagen, damit haben wir einen weiteren Snacken durch, erfolgreich beendet und wieder ein unterhaltsames Spiel gesehen. Bisher war eigentlich immer... Ja, ich war noch nie wirklich enttäuscht von irgendwelchen Special-Funden oder sowas. War eigentlich immer irgendwie was bei, wo man sagte, oh, das ist schon ein ganz cooles Element, ne? Aber ja, wie gesagt, Geschmackssache halt, ne? Lohnt sich auf jeden Fall mal durchzugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!